nehme mal an, die Helden kommen aus Räumen wie dem hier. Unten. Oder hier drüben. Na, bis jetzt sind noch keine da. Okay. Jo, und 4 Squads dürften ausreichen. Ah, da kommen die ersten Helden. Blitzen wir mal ein bisschen. Noch mehr Helden. Die dürften etwas heftiger sein als die Untoten von damals aus dem Turm. Das ist nämlich genau wieder so eine Sache. Sorgen muss ich mir machen, sobald genau die Tore aufgehen. Ja, jetzt ist der Teleporter nämlich auch angesprungen. Heroes are entering your dungeon. Ah, na ganz toll. Jetzt kriege ich auch noch wieder Helden in den Dungeon rein. Liebe hier drüben meine Minions wegschnetzeln. Und mir meinen Pilzraum wieder zerstören, hä? Jo, wahrscheinlich schon. Ja, die zerlegen wir den Pilzraum gleich. Hier sieht's hier aus, hier sieht's okay aus. Ja, sie haben meinen Pilzraum zerlegt, aber hier kommen sie nicht durch. Ich hätte vielleicht auch den Pilzraum etwas absichern sollen. So, ist unten jetzt auch offen. Ja, unten ist auch offen. Das heißt, der Teleporter ist jetzt auch aktiv. Und das heißt, sie kommen aus allen Richtungen. Ah, hey, damit komme ich klar. So. Lebt da noch einer? Nein, die sind alle tot. Okay. Das heißt, Baal kommt kurz hier hin, produziert die ganzen Imps hier nach. Damit wir meinen Pilzraum wieder aufstellen können. Weil meine Minions, die werden da oben gerade so allein klarkommen. So, graden wir den Squad mal ab. Ich habe hier irgendwas verloren. Egal was. So, war sicherlich nichts ganz so Wichtiges. Hoffe ich mal. Sie kommen aber langsam von allen Seiten ziemlich übel. Oh, und töten beide Einheiten weg. Okay, ich würde fast mal sagen, ich gleiche die Lücken mit Schreckensfürsten und ähnlichem aus. Schreckensfürsten. Einem Schreckensfürst. Ich würde sagen, einem Taurus. Schreckensfürst für euch. So. Taurus für euch. Und dann gebt ihr ein saures. So, Balka den letzten Impf wieder beschwören, der fehlt. So. Ich kann die ganzen Pilze umwandeln. Hey Deathslayer,
The key wasn't a key, but a lever of sorts. It's assembled now, so bring it to the prison. Ja, das dachte ich mir fast schon. So, jetzt ziehe ich aber erstmal alle Truppen zurück. Trupp 1 und Trupp 3 kommen in den Trainingsraum. Trupp 2 und Trupp 4 gehen essen. Und das war ein toter Imp. Gut. Den kann ich hier nachrüsten. Na, Squad 4 will nichts essen. Squad 4 hat einen Mann verloren. Ah. Kein Problem, neuer Schreckensfürst kommt sofort. Schwupp, schwupp. Schwupp, schwupp. Das heißt, Squad 1 geht hier oben essen. Squad 3 geht hier essen. Ihr kriegt einen Schreckensfürsten und geht trainieren. Und wenn alle einigermaßen soweit sind, den Trupp können wir auch so losschicken, denke ich mal. So. 1, 2, 3, 4. Ball. What's the point anyways? Mach den Hebel wieder ganz. Und zieh ihn auch. Das wäre eine tolle Idee. Befreie das Phantom. Hey, cool, jetzt ist alles irgendwie etwas heller geworden. Kann das sein? Yeah, that's right. You just scream for vengeance, Phantom King. Oh, Velvet is not screaming for vengeance. Velvet is happy beyond belief. Finally, Velvet is free to ascend from the deep and give aid to all the needy people in the world. Say what now? Aren't you the king of black phantoms? Don't tell me I've gone through all this trouble just to set free some kind of gentle-hearted, useless pansy ghost. I need your help to do evil, not to go around helping people. Is that so? Just to make this absolutely clear, you would call yourself evil, would you? Damn right I would. I'm extremely evil and... Matter of fact, also a demigod, the son of Fervus, no less. Well, that's fantastic news. Absolutely marvelous. Velvet is overjoyed. He gets to kill an evildoer the first thing he does after being freed. What? No, not fair. Hush, evildoer. Velvet will deal with you soon enough. What about you, little hellchild? Velvet could use a champion to spearhead his army of brightness. What do you say? Will you stay loyal to that crybaby, or do you wish to stand by Velvet's side as he makes all evildoers cry? Oh, you have a just new objective. Make up your mind, Baal! It's either him or me! He might be offering you soulless units, but what is that compared to what I give you on a daily basis? Good, clean friendship. Okay. Story Twist. Wir dürfen jetzt entscheiden, wen von beiden wir töten wollen. Oscar oder Samt. Ja, das ist jetzt irgendwie schwierig. Töte den, den du nicht als Ratgeber haben möchtest. Wähle entweder Samt oder Oscar als Ratgeber und töte den anderen. Nun, was haben wir hier? Wir haben... ja, wir haben die beiden hier. Oscar und einen dicken, schwarzen, schwebenden etwas Dämon mit einem komischen Grinsen. Ja, fassen wir mal zusammen. Wir hatten Oscar die ganze Zeit am Hals. Er ist ein Idiot, aber ein böser Idiot. Und Baal ist eigentlich auch böse.
Auf der anderen Seite haben wir jetzt Samt einen Dämon, der dämonisch ist, wie wir, aber der eben irgendwie gut ist. Und was sind wir jetzt? Gut oder böse? Und ich glaube, hier entscheidet sich auch, ob wir mit seelenlosen Einheiten weiterkämpfen oder mit Teufelseinheiten. Ich hoffe mal, wir können diese Entscheidung nachher nochmal machen, um beides freizuschalten. Deswegen zur Sicherheit speichere ich mal hier. Und ich glaube, ich töte einfach. Ene mene manemu, und raus bist du. Tja, Oscar, schön dich gekannt zu haben. Okay, Oscar, der scheint sich doch ordentlich wehren zu wollen. Deswegen müssen wir wohl mit der ganzen draufwaschen. Ja, und die Helden im Dungeon sind mir ein bisschen egal. Denn die Mission ist gleich wahrscheinlich abgeschlossen. Ja. A pleasure to meet you, Hellchild. And what's that word? Thrax for opening the shackles. You're thanking me? I take it you are serious about that whole saving the world nonsense. Hardly nonsense, Hellchild. It's no small thing saving a world. The same goes for annihilating a world, I would say. Maybe so, but you must understand that the shape before you is not the King of Black Phantoms anymore. Okay. I'm not sure I like this. Please allow that years of war and imprisonment may change a phantom. This new ally of yours is called Velvet the Avenger, and together you shall do no evil, but you shall seek it out and heal it. Or rather, tend to it the way a mother tends to her naughty youngins. You mean like my mother did, or like the nurturing and gentle type? Don't worry. All kind-hearted creatures of this glorious world will benefit greatly from you abandoning the path of darkness in favor of walking with Velvet through the Valley of Life. Come along, Hellchild. Let's deliver the world from evil. Jo, Mission abgeschlossen. Maskottchenhöhle, was ist das? Reichweitengroll. 25% mehr Erfahrung durch Töten eines Fernkampffeindes. Okay. Evolutionspunkte ausgeben. Hätte ich gerne die bessere Haut. Yay, Baal ist jetzt gepunktet. So, Kapitel 1, Akt 1. Truppensammlung. In Begleitung des neuen Ratgebers. Mhm. So, jetzt will ich mal ausprobieren. Was passiert, wenn ich Lade und Oscar stattdessen nehme? Truppensammlung ist die Quest für Samt. In Begleitung deines neuen Ratgebers hast du die Höllenfeuerberge in Richtung dichter besiedelter Gebiete verlassen. Genauer gesagt der Stadt Mayu und ihrem Turm der Hochzauberzunft. Ah ja. Okay, ich mach mal Spielladen. No darkness was ever so black. Not even in the bottomless pit. The deepest level of Groove. Ja, das überspringen wir mal und jetzt töten wir Samt. I feel the need. Okay, Oscar macht sich schon mal aus dem Staub. Und Samt kriegt ordentlich eins auf die Mütze. Wow, Samt ist aber auch ein bisschen härter als Oscar, muss ich sagen. Ja, und die Helden kommen wieder. Die sind mir aber, wie gesagt, völlig egal. Weil die Mission kann ich locker abschließen. Ich muss nur Samt töten. Ja, meine Truppen stehen gut da, aber ich könnte meine Heilaura reinsprechen.
Wenn ich genug Mana dafür hätte. Aber er schafft es nicht, irgendwas wirklich wegzutöten. Wow, aber das hat jetzt gut Aura gemacht. So, jetzt aber Heilungsaura. So, Missionsziel erreicht. I'm alive! I'm more alive than ever! We don't need any stinking reinforcements. The blood of Fervus is coursing through my veins. The strength of the gods is in my immortal soul. Yeah, you're like that thing that won't die in that play that never ends. On another note, I don't know how she managed, but shortly before heading out to fight the Archdemon, I received a letter from the wife. Maybe I'm misreading her, but the letter reads like a threat. Says she will bar the door to her bedchamber for all eternity if I don't return at once. Apparently the roof of the West Wing is leaking and her sundial is ticking, whatever that means. If it's a joke, it's not a very funny one. Got more than what you asked for, did you? Can't handle it? I'll write her an answer, telling her about our victorious journey. We're not going home just yet. Not while we still have a kingdom to conquer. Let's head back to where the grass is green and the girls are a tad more witty. Let's head for Ardania. We've got a date with destiny. Jo. Das war die andere Seite. Jo, das überschreibt einfach hier die Mission, okay. Bekämpfe Feuerbälle mit Explosionen. Das heißt, ich muss die Mission wahrscheinlich nochmal spielen, um die anderen, den anderen Weg dann freizuschalten, denke ich mal. Gut, das heißt, ich überlege mir bis zum nächsten Mal, welche von den beiden Varianten ich wähle. Wahrscheinlich mache ich es erstmal mit Samt und dann mache ich es mit Oscar nochmal. Ja. Ist ein bisschen blöd, dass man das so machen muss, aber was muss, das muss halt. Ansonsten sind wir schon ziemlich weit gekommen. Okay. Und Ball sieht so kaputt aus mit dem Pünktchen. Ach ja. Also dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann.